body gotta do? What? Champions Cup. Wir wollen den Champions Cup. Wir wollen den Champions Cup. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17 im Champions Cup. Das dritte Spiel steht an. Wir wollen den zweiten Sieg im dritten Spiel. Ja. Wir sind noch ganz gut dabei. Wir sind momentan Zweiter mit 3 Punkten. 3 Punkte hinter Villarreal, die haben 6 Punkte. Dadurch, dass wir das Spiel gegen Zenit gewonnen haben, gegen uns gewonnen haben. Wir konnten ja das letzte Spiel in der... Boah, welche Folge war das? Ah, steht ja da. Ich weiß es gerade gar nicht, welche Folge das war. Das Spiel gegen Juve konnten wir ja zum Glück gewinnen. Was uns viel... Ja, wie soll ich sagen, viel... zum Weiterkommen helfen wird, da Villarreal, denke ich mal, auch das nächste Spiel gegen Juve gewinnen wird jetzt. Und das wäre ganz gut für uns eigentlich. Denn dann sollten wir es eigentlich schaffen, weiterzukommen. Aber wer ist doch so schön, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Es kann immer irgendwas passieren. Wie man hier sieht, macht man die Tore halt nicht. Aber eigentlich sollten wir es doch schaffen, weiterzukommen. Wie gesagt, Juve und Zenit haben beide nur 1 Punkt. Wenn wir heute gegen Zenit gewinnen, dann sieht das Ganze noch etwas angenehmer aus. Dann haben wir 6 Punkte. Dann hatten wir 5 Punkte Vorsprung auf Zenit. Und ja, dann ist zumindest Platz 3, sollte uns dann sicher sein. Da sehen wir es auch nochmal. Als wenn ich es selber eingeblendet hätte. Lass uns überraschen, was passiert. In der Liga sind wir auch ganz gut. Würde ich sagen, 7 Spiele, 7 Siege. Läuft also. Sag, es geht auch so weiter. Wir bauen nicht irgendwann wieder ab. Was denn jetzt? Was habe ich denn? Alter, willst du mich verarschen? Hat der ernsthaft einen Foul angezeigt? Ja, auf Caldirola müssen wir leider erstmal 8 Wochen verzichten. Er hat sich ja im letzten Spiel, in der letzten Folge gegen Ingolstadt verletzt. 8 Wochen mit ausgekugelter Schulter. Ja, den ersetzen wir natürlich mit Son Yunchi. Heute gegen Zenit spielt er da eher Velikovic. Ja. Er spielt Velikovic. Aber dann in der Liga wird Son Yunchi spielen. Kann er mal zeigen, was er kann, warum wir ihn geholt haben. Ja, hier war ich gerade großkotzig. Ach, es fängt schon wieder an. Es geht schon wieder los. Da darf ja wohl nicht wahr sein. Was zum... Da hätte man aber auch mal einen Elfmeter pfeifen können, ey. Fick die Ziege, warum ist denn da keiner? Das gibt's doch gar nicht, Alter. Da.
da, 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 da. Da, 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 da. Komm schon, Rashford. Komm schon, Kruse. Immerhin steht es 1-1. Lässt sich doch schon mal ganz gut ansehen, aber Rashford, den musst du normalerweise schon machen, ey. Aber so kann es weitergehen. Ja, und Junuzovic will uns bald wirklich verlassen. Ich habe ihm schon 4 Angebote gemacht. Und alle waren dem Herrn nicht genehm. Also habe ich ihn kurzerhand einfach auf die Transferliste gesetzt. Wer nicht voll hinter uns steht, kann sich auch verpissen. Ich werde ihn bestimmt nicht eine ganze Saison mitschleifen. Dann verkaufe ich ihn lieber. Lass ihn noch ein bisschen spielen. Kann er sich noch ein bisschen präsentieren. Ich denke mal, den Großteil der Spiele wird er nicht mehr machen. Dann geht er halt weg. Dann geht er halt weg. Da, 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 da. Ach, da war er zu langsam. Schiri, das kann man doch auch pfeifen, ey. Hier wolltest du da so ein Foul reindrücken, so ein kleinliches, und jetzt hältst du nichts davon, oder was? Komm schon. Jawohl. Was ist das denn? Also, das ist, glaube ich, aber... Alter, das habe ich auch noch nie gehabt. Das habe ich ja selten gesehen. Der Keeper kriegt rot. Wie geil. Das habe ich ja selten gesehen. Ich glaube, das hatte ich bisher ein einziges Mal. Einmal hatte ich das bisher. Ist ja Hammer. Das ist ja richtig geil. Ja, Kruse. Ja, moin. Gucken wir mal, was können. Jawohl. Das habe ich echt selten gesehen, dass der Keeper rot kriegt. Naja, gut. Ist hier nur realistisch, würde ich sagen. Naja, gut, man hätte auch ein bisschen Fingerspitzengefühl sein können. Und einfach nur mal gelb zeigen, aber gut. Wenn der Schiri ihm da rot zeigen möchte, soll er dieses doch tun. Da habe ich gar kein Problem mit. So, wie steht's denn? Ach, Juve führt. Na gut, wenn wir gegen Zenit gewinnen. Na doch, müsste eigentlich machbar sein. So, Gnabry. Kein Foul? Schade, 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 schade. Au, Sunny, was war das für ein Aufsitzer?
Den kriegt er nicht. Heißt der nicht Kereschakov? Hernani. Weggebremst. Bada bam, bada bam. Bada bim, bada bum. Oscar kommt. Ich dachte, er spielt in China. Gut. Oscar kommt. Hernani geht. Zeig, dass es Geld wert wärst. Immerhin, ey. Schön kurze Ecke genagelt. So. Und nochmal. Elanguri. Und Schinkel für Kruse. Schinkel bei Binkel. Warte mal, Schinkel mal zeigen, wie es international abgeht. Komm schon, Schinkel, du bist schneller. Komm schon. Ach was! Muss doch nicht Meter geben, na? Mensch, so! Mann, ey. Zack. Au, au, au. Ja, den hat er im Training gelernt, Lupfer. Den hat er doch gelernt im Training. Schinkel, Schinkel, Schinkel. Du wirst doch noch ein guter, würde ich sagen. Ah, der sah gar nicht so schlecht aus. Ah, das erste Tor im Champions Cup. Na gut. Läuft doch. Was fehlst du denn? Das ist doch... Ist doch kein Foul, ey. Sauber, Delaney.
Eckball Nummer 2. Eckball Nummer 3. Und ja gar nicht. Da mal ein bisschen hoch angesetzt. Oh, ich Jonas Hector spielt bei Zenit St. Petersburg. Was geht denn hier? Ach, leck mich. Starte mal einen Lauf. Spiel deine Schnelligkeit aus. Oh, hätte auch mal reingehen können. Haben wir das Spiel doch 4-1 gewonnen. Das müsste jetzt eigentlich gleich vorbei sein. Jawohl. Da haben wir das Spiel gewonnen. Und sollten uns doch damit zumindest in Europa festbeißen. Also das sollte funktionieren. Wir sehen uns. Nächste Folge. Denk dran. Däumchen wären Träumchen. Ein Abo wäre noch ein besseres Träumchen. Bis dahin.